Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ermittler TV. In der heutigen Folge geht es um drei Stellplätze, die ihr an der Ausfahrt Kinding an der A9 finden könnt. Die heutige Folge ist die Nummer 3 in unserer Serie von Stellplätzen entlang der A9. In dieser Serie stellen wir euch vor allem solche Stellplätze vor, die ihr auf eurer Fahrt vom Norden in den Süden oder umgekehrt insbesondere für eine Übernachtung benutzen könnt. In der heutigen Folge geht es um die Ortschaft Kinding, an der Ausfahrt Nummer 58. Diese befindet sich am Altmühltal und wir zeigen euch drei Stellplätze. Der erste Platz befindet sich unmittelbar an der Autobahn und wir zeigen euch die Anfahrt in einer Zeitraffer. Am Tag unserer Aufnahme waren an diesem ersten Stellplatz Bauarbeiten. Es gab Kabelverlegungsarbeiten, die aber lediglich zeitlich befristet sind. Nach der Ausfahrt haltet ihr euch in Richtung Stadtmitte Kinding und ihr kommt dort an einen Kreisel, den ihr dann direkt nach der ersten Ausfahrt herausfahrt. Das ist in Richtung der Feuerwehr und der Stellplatz liegt genau auf der anderen Straßenseite von der Feuerwehr. In dieser Luftaufnahme könnt ihr euch einen kleinen Überblick sowohl über die Größe des Platzes als auch über die Stellmöglichkeiten verschaffen. Der Platz ist kostenfrei, er ist geschottert, bietet aber keine Ver- und Entsorgung. Von Platz 1 direkt an der Autobahn fahren wir nun an der Innenstadt vorbei zur Römerbrücke. Dort befindet sich Stellplatz Nummer 2. An diesem Stellplatz Nummer 2 der heutigen Folge, dieser befindet sich an der Römerbrücke, seid ihr mitten im Altmühltal angekommen. Er liegt ziemlich naturverbunden, ihr habt hier Auslaufmöglichkeiten mit euren Hunden und er ist im Grunde so etwas wie ein Geheimtipp, weil ihr habt hier nur drei Möglichkeiten zu stehen. Direkt hinter mir gibt es einen Platz und drüben auf der anderen Seite gibt es zwei Stellmöglichkeiten. Hier erlebt ihr Natur pur, selbstverständlich ohne Ver- und Entsorgung. In diesen Luftaufnahmen zeigen wir euch die Römerbrücke, die man erst vor kurzem wieder ordnungsgemäß instand gesetzt hat. Unser letzter Platz, Nummer 3, liegt oberhalb der Ortschaft Kinding. Der Platz ist vor allem geeignet für Fahrzeuge bis etwa 7 Meter Länge. Thank you.
Nach einer wunderschönen Fahrt die Serpentinen hoch, befinden wir uns jetzt an Platz Nummer 3 in der heutigen Folge. Ich finde, dies ist der schönste Platz von allen, weil er ist besonders ruhig gelegen, oben am Kopf des Berges, und wir haben hier im Hintergrund Platz für etwa 6 Vans, oder wenn ihr mit einem größeren Wagen kommt oder einem Wohnwagen gespannt, dann passen hier dann höchstens 2 von jeder Sorte hin. Wir zeigen euch noch zum Abschluss auch ein paar Naturaufnahmen, wo ihr besonders schön die Felsenlandschaft hier im Altmühltal sehen könnt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Abschluss dieser Folge zeige ich euch noch einen meiner Lieblingsspots hier in der Gegend. Wir befinden uns hier im Ortsteil Enkering. Die Adresse dazu werde ich euch noch in der Videobeschreibung einfügen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr noch weitere Campingplätze hier aus der Gegend kennenlernen wollt, dann empfehle ich euch die anderen 3 Folgen. Folge Nummer 1 Allersberg, Nummer 2 Greding und Nummer 3 hier Kinding. Wie immer gilt, das Brot des YouTubers sind die Abonnements. Wenn euch also diese Reihe gefallen hat und ihr auch zukünftige Ausgaben von Ermittler TV sehen wollt, dann lasst mir doch ein Abonnement und auch euer Daumen hoch da. Über beides würde ich mich sehr freuen. Und ich sage an dieser Stelle Ade, Servus, bis zum nächsten Mal bei Ermittler TV.